Der riesige Herobrine ist verrückt geworden und schießt mit seinen Laseraugen auf die ganze Welt. Kann ich es schaffen, im Flugzeug vor ihm zu flüchten oder wird er mich erwischen? Leute, 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 schön, dass ihr mit am Start seid. Wir müssen eine Aufgabe machen und zwar hat Herobrine mir gesagt, wir sollen seine Bilder zurückklauen. Diese gruseligen Villager haben nämlich seine Bilder geklaut und ich hoffe mal, dass wir es schaffen, weil sonst hat er gesagt, er macht was ganz, ganz Schlimmes mit mir. Deswegen müssen wir die Bilder zurückklauen, ohne dass die Villager uns erwischen werden und ich hoffe, dass... Ich hab nichts gemacht. Ich schwöre, er hat mich gesehen. Ich schwöre, er hat mich safe gesehen. Safe gesehen. Warte mal, ich kann dir mal ganz kurz was nachgucken. Oh mein Gott, Leute, den haben wir ausgeschalten. Jetzt müssen wir aber auch zusehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da sind noch mehr, da sind noch mehr. Boom. Nicht getroffen. Nein, da hinten, schnell. Oh mein Gott, macht der einen Handstand da? Okay, wir müssen jetzt die Bilder klauen. Wo waren die nochmal? Waren die hier in der Kiste drinne? Nee, okay, aber wo waren die? Die waren hier irgendwo versteckt. Ich glaube, hier in diesem Raum, da schläft einer. Der hat das auf jeden Fall nicht gehört, dass wir hier am Start sind. Hier vielleicht irgendwo? Die Bilder. Hallo, wo sind die? Ich erkläre euch jetzt mal das Problem, was wir haben, denn sobald wir ein Bild geklaut haben, geht nämlich ein Timer los und wir haben nur eine Minute Zeit, alle 5 Bilder zu fangen. Deswegen hoffe ich mal, dass uns das gelingen wird. Ich gehe mal hier nach oben, weil ich glaube, ja, hier ist ein Bild. Ihr seht, das ist mit dem Alarm gesichert, mit einer Fackel, mit einer Redstone-Fackel und einsammeln. Oh Gott, jetzt schnell nach unten. Oh mein Gott, es sind doch ein bisschen mehr Bilder als 5, glaube ich. Oh, okay, okay, okay. Oh, da ist ein Villager, alles klar, dem tue ich mal nichts. Ich muss jetzt wirklich alle Bilder schnell klauen, sonst kommt hier auch gleich der Helikopter und ich muss es schaffen, alle ein... Hä? Zählt ihr das nicht, oder was? Ich habe das doch geklaut gerade. Leute, hier müssen noch mehr Bilder irgendwo sein. So, nächstes. Okay, hier sind noch mehr irgendwo. Locker, hier ist noch eins drinne. Oh nein, jetzt sind hier in Sackgasse, oder was? Das ist auch ganz schön eng hier alles, sag mal. Wo sind denn die Bilder? Nur noch 20 Sekunden Zeit. Ich muss noch voll viele finden. Hier, hier. Oh Gott. So, eingesammelt. Sehr gut. Ey, das kann man doch gar nicht mehr schaffen. Noch 4 Bilder, Leute. Oh, 14 Sekunden nur noch. Schaffe ich das? 4 Bilder? Nein, 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 ich höre schon was. Hier kommt schon irgendwo ein Helikopter. Nein, Herobrine ist ganz sauer auf mich. Da ist der Heli, Leute. Noch das Bild hier, bitte, Herobrine. Ich konnte nicht alle einsammeln. Mann. Leute, hier bin ich gerade gelandet mitten am Flughafen. Und da oben fliegt noch Herobrine im Flugzeug einfach weg. Oh mein Gott. Und ich muss jetzt hier auch gleich das Flugzeug kapern, denn sonst will er nämlich alles kaputt machen. Ich habe Angst, dass der mich finden wird. Anscheinend wurde ich hier abgeladen. Und gehe erstmal hoch, denn ich brauche natürlich erstmal nochmal ein Flugticket. Und so da rein passe ich irgendwie auch nicht. Hallo, Leute. Ich würde gerne mal ein Flugticket kaufen. Kann man das hier irgendwo machen? Wo sind denn die ganzen Leute? Es wirkt ein bisschen so, als hätten die schon eine Warnung bekommen. Es ist ja original niemand mehr hier. Guck mal, die Bänke alle leer. Doch, warte mal. Da ist jemand. Hallo, Sina, Mister. Ich möchte gerne ein Flugticket kaufen. Kann ich das bei Ihnen tun? Auf keinen Fall, Junge. Hast du doch gar nicht gehört. Wie? Was meinen Sie? Was gehört? Der riese Herobrine ist ausgebrochen und zerstört die ganze Welt. Herobrine? Dieses gruselige Monster aus Minecraft? Dieser Riese? Wieso? Der ist ausgebrochen? Ich sollte für den mal einen Job machen. Das habe ich aber irgendwie ein bisschen versemmelt. Dann bist du schuld, wieso er die Welt zerstören will? Spinnst du hier aufzutauchen? Ich verprügel dich gleich. Nein, nein, nein. Bitte verprügel mich nicht. Verprügel mich nicht. Ich versuche doch nur mit dem Flugticket irgendwie abzuhauen, damit er mich nicht findet. Ich glaube, der ist hinter mir her. Dann stell dich ihm und sei nicht so eine Memme, du Hosenkacker. Ja, hast ja recht. Hast du vielleicht einen Tipp, wie ich hier Flugtickets bekomme, damit ich wegfliegen kann? Ich habe einfach Angst vor ihm. Ich sag dir das nur, wenn die Leute jetzt sofort dieses Video hier liken. Ey, Leute, tu mir den Gefallen, like bitte das Video, dann wird ihr mir sagen, wie ich an Flugtickets komme, damit ich das Flugzeug nehmen kann, damit ich vor Herobrine abhauen kann und er mich nicht auffressen wird oder was auch immer er mit mir vorhat. Okay, die Leute haben das Video geliked. Jetzt kannst du es mir verraten. Okay, hier, bitteschön, sind Flugtickets, aber ich gebe dir mal einen Tipp. Ein Pilot musst du schon selber suchen. Okay, alles klar, vielen Dank. Okay, Leute, Flugtickets habe ich am Start. Oh, hier kann ich mir einen Greenmaze Shake holen. So, oh, lecker. Mal gucken, wie schmeckt der? Ja, danke nochmal, ne, alles klar. Hat gut geschmeckt, der Greenmaze Shake. Flugticket haben wir, aber... Oh, was sagt er hier? Oh, okay, zeitlicher Abflug. Das heißt, ich glaube... Oh, was ist das denn da? Oh, das muss vom Greenmaze Shake sein. Ich glaube, wir könnten mit dem Flugzeug fliegen, also will das hier gleich abheben. Das heißt, ich bin ein bisschen zu früh dran. Oh, alle, yep. Okay, hallo Cabin Crew, hallo Leute, was geht? Ich würde gerne noch mitfliegen. Ich setze mich einfach mal hier direkt in die erste Reihe vorne. Ich muss die ganze Zeit furzen von diesem Grimace Shake. Ich denke, das passt. Ah, komm her, Kasper, ich zerstöre alles. Alter, ich glaube, das ist Herobrine. Und der hat ja auch schon ein riesen Loch ins Flugzeug reingeschossen. Ich muss mir ein anderes suchen. Das ist Herobrine. Raus hier, Herobrine, ich meinte es nicht so. Ich wollte doch dir die Bilder klauen von dem Villager-Dorf. Aber du hast mich ja nicht gelassen. Ah, das ist mir
doch egal, ich werde dich zerstören, Kaspar. Du kannst nicht vor mir abhauen, du hattest nur eine Mission. Ich weiß auch, dass ich nur eine Mission hatte. Leute, wir müssen irgendwie zu diesem anderen Flugzeug da auf der anderen Seite kommen, weil das hier kann ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr benutzen, das ist ja schon komplett verbrannt. Aber da drüben, seht ihr, das steht auch ein Heiles, das könnte funktionieren. Okay, Leute, wir sind fast da. Also der Typ, der hier stand, der mir die Tickets verkauft, der ist auf jeden Fall weg. Aber das ist das andere Flugzeug, das sollte klappen. Fragt mich nicht, wie, Leute, wie ich es geschafft habe, dass die Maschine abhebt. Aber wir sind hier im Cockpit und ich muss auch gerade beim Startbild anhelfen. Aber ich bin so ein Ding auch noch nie geflogen. Deswegen, ja, vielen Dank nochmal für den Co-Piloten, dass er mir geholfen hat. Ja, auf jeden Fall sind wir hier sicher vor Herobrine. Das ist klar. Die ganzen Leute hier, die sind anscheinend auch vor dem geflüchtet. Und ich habe was gehört. Und zwar soll angeblich hier hinten in Reihe 60 jemand sitzen, der Bescheid weiß über irgendwelche geheimen Infos von Herobrine. Wo ist der? Hier hinter noch? Hier, das sind Sie doch. Hey, Sie da. Sie sehen zwar aus wie alle anderen, aber Sie wissen anscheinend irgendwas über Herobrine, was ich noch nicht weiß. Hör mal zu, Junge. Du bist nirgendwo sicher für Herobrine, das ist doch klar. Auch nicht in 10.000 Meter Höhe, hast du verstanden? Ein Anruf und Herobrine ist innerhalb von einer Minute hier. Also bring mir jetzt sofort erstmal was zu trinken. Wow, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt will der auch noch irgendwelche Sachen fordern. Alles klar, was zu trinken kann ich gerne bringen. Hier, bitteschön. Jetzt muss ich einfach sein Diener spielen, Leute, weil sonst ruft der Herobrine an. Bitteschön, hier was zu trinken und... oh Gott, bitte rufen Sie nicht Herobrine an. Es tut mir leid, es tut mir leid. Junge, der war heißer Kaffee. Wieso machst du es über meine Beine? Na, warte, du wirst sehen, was du davon hast. Ey, Mann, ich hab doch gesagt, tut mir leid. Ey, jetzt sag nicht, dass Herobrine kommt, bitte. Okay, ich muss mir irgendwas einfallen lassen, Leute. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen, damit Herobrine hier nicht nach vorne durchkommt. Ich glaube, ich habe auch eine coole Idee. Und zwar kann ich doch einfach hier... Aha, ich spanne einfach hier ein paar Holzbretter. Guck mal, so schnell geht das. Einfach hier ein bisschen so einen Zaun davor machen, zack. Hier auch nochmal ein und da. Alter, also da soll mal einer durchkommen, ne? Da hat Herobrine keine Chance. Leute, was ist hier los? Auf einmal ist hier irgendwie ein Luftzug. Ich merke das irgendwie, dass hier auf einmal Luft sieht, Captain. Können Sie mir sagen, was hier los ist? Ich sehe auch, dass hier alles blinkt einfach hier vorne. Und es hört ja gefühlt gar nicht auf. Was ist denn da? Oh mein Gott, das ist doch... Das ist Herobrine! Ich glaub's nicht. Wir müssen ihn irgendwie zerstören, Leute. Guck mal, das ist einfach Herobrine. Er läuft hier einfach rum mit einem Flugzeug. Er trampelt aufs Flugzeug auf. Er verursacht hier gefühlt gleich einen Flugzeugabsturz. Herobrine, wenn du das abstürzen lässt, dann werden wir alle nicht überleben. Ist dir das klar? Alter, oh Gott, guck dich den mal an. Ich muss mal ganz kurz mit meiner Drohne aufs Dach fliegen. Warte mal, ich hab die hier irgendwo. Die Drohne ist am Start. So, jetzt mal gucken. Guck mal, Leute, was macht der da? Wow, was macht Herobrine? Alter, der macht irgendwelche krassen Angriffe aufs Flugzeug. Ich glaub's nicht. Guck dir das mal an. Alter, der hat einfach da ein riesen Loch reingesprengt. Alter, du willst mir sagen, der hat gefühlt das Flugzeug fast schon halbiert in der Mitte. Guck dir das mal an, da ist er gefühlt fast gar nichts mehr von da. Oh Gott, und Herobrine, sie hat sich anscheinend irgendwo versteckt oder so da unten. Guck mal, er muss erstmal ein bisschen regenerieren für diesen Super-Kau-Angriff. Alter, guckt euch an, das ist einfach komplett fast halbiert, das Flugzeug, wie krass. Und jetzt brennt es hier auch einfach mitten im Flugzeug. Oh Gott, Feuerlöscher raus, so, bitte einmal löschen. Ich hoffe, den anderen Passagieren, die hinten sitzen, geht es wenigstens gut. Und ich hoffe auch, dass wir das Feuer einigermaßen so gelöscht bekommen. Ja, okay, das sieht gut aus. Alter, jetzt seht ihr mal die Überreste von Herobrine, was er hier alles gemacht hat hier. Die Turbine dreht hier noch. Okay, deswegen fliegen wir auch noch, weil die Turbine einfach immer noch dreht. Aber der Luftzug hier ist ganz, ganz schön hart. Da hinten sitzen auch noch irgendwelche Leute oder sind die alle rausgeschleudert worden? Oh, und Sprung! Sind die alle rausgeschleudert worden? Hier sitzt ja niemand mehr. Doch, hier hinten. Okay, halten Sie sich bloß gut fest, meine sehr geehrten Damen und Herren. Nicht, dass Herobrine nochmal zurückkommt. Alles klar, wir haben einen riesen Leck da hinten, habe ich gesehen, der Co-Pilot. Aber Herobrine ist auf jeden Fall weg, deswegen alles gut. Wow, was war das gerade? Alter, war das gerade nochmal so ein Tritt oder was von Herobrine? Anscheinend, ey, der hat doch nicht ganz aufgegeben. Ey, ich muss hier doch mich noch ein bisschen absichern vor dem. Leute, guckt euch das an. Herobrine ist da hinten einfach am Fliegen und schießt einfach trotzdem aufs Flugzeug und macht hier alles kaputt. Nein! Hilfe! Oh Gott, Leute! Das Flugzeug ist abgestürzt und ich lande hier. Oh! Oh mein Gott, Alter! Ich bin durchs Dach durchgeflogen. Ich glaub's nicht. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin Gott sei Dank hier einfach mal mitten irgendwo in so einem Pool gelandet bei irgendjemandem zu Hause. Alter, wie konnte ich den Flugzeugabsturz überleben? Und da sieht man sogar noch diese kleine weiße Spur im Fimmel, ne, die ihr auch immer seht, die ich geflogen bin. Alter, ganz schön krass, dass ich das überlebt habe. Ich glaub's nicht. Aber wo bin ich jetzt? Warte mal, ich fliege mal mit der Drohne nochmal hoch. Guckt euch das mal an. Das muss hier irgendwie so eine Privatvilla sein. Locker irgendwie von irgendeinem berühmten Fußballspieler oder so. Könnt ihr erahnen, wer es ist? Dann schreibt's mal in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Was ist hier noch so? Das ist ja eine Insel, die komplett selbstversorgend ist hier mit so einem Riesenrad hier. Riesenrad sag ich schon, mit so einem Windkraftrad und sowas für Strom. Und hier so Solaranlagen. Alter!
Okay, ja, ich meine, solange ich hier niemanden störe, hier lässt sich das auf jeden Fall leben, ne? Ich meine, der hat einfach ein Auto auf seinem, oh, auf seiner Terrasse. Solange Hero Brian hier nicht ankommt, Leute, bin ich auf jeden Fall abgesichert. So, yo! Wie viel Spaß macht das bitte zu fahren? Oh mein Gott, da ist ja sogar Hero Brian und der kommt auch! Nein, jetzt crash ich hier mit dem Auto. Oh Gott, und er schießt hier einfach auf die Autos rauf. Oh Gott, no! Ich wurde erwischt, Leute. Ich habe nur eine Idee, wie ich Hero Brian aufhalten kann. Und das ist mit der goldenen Hand, mit mir das Touch hier. Da ist es. Oh Gott, Leute. Und jetzt passt gut auf. Guckt genau hin. Guckt auf ihn. Und boom! Oh mein Gott, ich mache ihn einfach zur Goldfigur. Guck mal, und er schießt einfach trotzdem hier. Ich mache selbst seine Beine einfach komplett goldig glänzend. Und er schießt. Jetzt wird hier auf dieser Insel für immer einfach mal eine Hero Brian Figur sein. Und ich kann hier auch so alles Gold machen, was ich will. Yo! Wie krass es einfach glänzt. Na hier, da hinten das Windkraftrad, kein Problem. Oh, okay, es ist zu weit weg, es ist zu weit weg. Aber hier der Boden. Yo! Was habe ich denn da jetzt entdeckt? Alles klar, hier der Boden, guck mal, da ist einfach so eine riesige Insel noch drunter, lol, guck, wie tief es hier noch runter geht. Hier auch das Haus, ich mache hier einfach alles Gold, ist doch jetzt eh alles egal, Leute, ich werde hier für immer leben, deswegen kann ich mir das auch nach meinem eigenen Geschmack gestalten. Zack, Solarplatte da unten, Rettungsboot. Na warte, das Rettungsboot werde ich mir nochmal schnappen und zwar Feuer in der Luft. Boom, Gold gemacht. Hey, du da, hallo, schön dich hier zu sehen in Minecraft. In Minecraft, guten Tag, wieso in Minecraft, wo bin ich denn hier gelandet? Oh, ein riesiger Panda, wieso sieht alles aus wie in Minecraft? Kannst du mir das bitte erklären? Du bist ja heute in einer Minecraft-Welt. Und ich werde dir noch weitere Minecraft-Welten zeigen, wenn du es schaffst, diese hier zu zerstören. Hier hast du ein paar Waffen. Ein paar Waffen? Was ist das denn jetzt? Das ist so eine Spitzhacke. Und wie sieht denn das aus? Hä, wie krass sieht denn... Warte mal, ich soll jetzt hier die ganze Welt zerstören, oder was? Und dann komme ich zur nächsten Welt? Ganz genau so, oder du zerstörst den Panda, wie du willst. Lass auf jeden Fall jetzt mal ein Like auf dem Video da. Und ihr habt ihn gehört, ihr sollt das Video liken. Ich soll anscheinend hier diesen süßen Panda töten. Was habe ich denn noch für... Okay, hier noch so Sprühsachen. Hier so ein Wassereimer. Hier, für dich zum Trinken. Was ist das hier? Ein Ofen? Okay, dann habe ich hier noch ein Feuerzeug. Oh Gott. Damit kann ich den anzünden. Dann haben wir hier noch so ein Holzbrett. Was haben wir hier für krasse Minecraft-Tools? Hier so ein Lasso. Na, komm mit, Mr. Panda. Kann ich einfangen oder was? Ich nehme einfach mal die Spitzhacke und damit soll ich ihn zerstören. Dann komme ich anscheinend in die nächste Minecraft-Welt rein. Also das funktioniert jetzt ja noch nicht so gut, ne? Hier vielleicht mit dem... Nein, Mr. Panda! Okay, auf jeden Fall mit diesem Crossbow, mit dieser Armbrust hier funktioniert das auf jeden Fall. Und damit kann ich ihn komplett zerstören und... Das war's. Nein, das war's mit ihm. Bist du jetzt zufrieden? Ja, das hast du sehr gut gemacht. Wir gehen weiter zur nächsten Welt. Los geht's. Alter, wo bin ich denn jetzt gelandet? In einem riesigen Minecraft-Wald. Wie krass ist das denn? Okay, was ist jetzt hier meine Aufgabe? Ja, hör mal zu. Du musst jetzt alle 5 Schweine töten, die hier auf der Insel sind, okay? Alle 5 Schweine? Ich sehe hier bisher noch kein einziges. Wo sollen die denn sein? Sag mal, hast du einen Tipp? Mann, sehe ich aus, als hätte ich einen Tipp. Mach doch mal die Glotzkörken auf. Mein Gott, du hast genug Waffen zur Verfügung. Genug Waffen? Ja, okay, dann müssen die ja hier irgendwo sein. Wir haben auf jeden Fall noch mehr Waffen bekommen, Freunde. Ich bin gespannt, was hier noch für Waffen dabei sind. Na, guck mal hier. Einfach auch so. Einfach, was ist das denn? Hä? Guck mal. Lol, einfach so ein Teil, damit man so ranzoomen kann sozusagen. Also wie so ein Armbrust, aber für Range. Wie krass. Komm, wo sind die kleinen Schweine? Was habe ich überhaupt noch für Waffen? Hä? Ein Mini-Paluten? Was ist denn das für einer? Ich schmeiß mal. Guck mal, ich kann den Mini-Paluten schmeißen und der explodiert einfach. Was habe ich hier für krasse Minecraft-Waffen bekommen, Freunde? Wie cool. Da ist das erste Schwein hier und das ist direkt das nächste. Hier, zack, ich soll alle 5 Schweine töten. Bam, das war Schwein Nummer 1. Nein, Edgar. Okay, das war's mit Schwein Nummer 1. Aber wir haben natürlich hier auch noch mehr bekommen. Und zwar dieses TNT, das platziere ich jetzt hier mal. So, oh Gott, alle in Deckung und boom, das war Schwein Nummer 2 und ich kann hier einfach auch Raketen schießen. Okay, warte mal, dann mache ich mal kurz den hier und das war's mit dem Schwein. Hier sind noch 2 weitere Freunde, das war schon das dritte. Jetzt haben wir, machen wir hier mal ganz kurz das vierte hin. Oh nein, diese riesigen TNT-Blöcke, da müssen wir jetzt einfach nur einmal drauf schießen und zwar zack. Und damit explodiert auch das vierte Schwein. Okay, nur noch ein einziges, dann haben wir das hier auch geschafft. Ich bin gespannt, was da noch für Welten kommen, ne? Was haben wir denn noch so? Raketen? Warte mal, können wir die hier über... Können wir die zünden, die Raketen? Geht das? Kann man die irgendwie abzünden oder sowas? Ich weiß halt nicht, ob das funktioniert. Aber wir schießen mal, würde ich sagen, auf... Hier, auf das Explosivding und...
das war's auch mit dem letzten Schwein, Freunde. Auch das ist draufgegangen. Wir haben alle 5 Schweine besiegt. Ich hoffe, dass der Villager jetzt zufrieden ist und mich weiterlässt. Sehr gut gemacht, Alter. Na dann, komm. Wir gehen zur nächsten Welt. Okay, das sieht schon ein bisschen anders aus. Das sieht sogar sehr, sehr krass aus. Was ist hier meine Aufgabe? Ja, mein Idiot. Siehst du ja wohl. Ich kann mich auch steigern. Also, pass auf. Dann fangen wir mal bitte alle 5 Frösche ein. Ich soll dir alle 5 Frösche einfangen. Wow, was macht denn der dahin? Da ist ja schon einer. Hier, guck mal. Hier ist ja direkt schon ein Frosch, oder was? Hallo, Mr. Frosch. Wieso dreht er sich so? Okay, hier, ich habe den allerersten Frosch am Start. Ich bringe ihn dir. Warte mal. So, hier. Aber wo sind die anderen 4, frage ich mich gerade. Meint ihr, die hüpfen hier auch noch irgendwo rum? So, hier, bitte, nimm mal hier den ersten Frosch von den ersten 5. Ja. Na, Mr. Frosch, wie heißt du? Sag mal. Was macht denn der jetzt? Was will denn der? Sag mal, hier, jetzt nimm mal hier den Frosch. Der ist gar nicht mehr zu bändigen. Der ist schon völlig außer Kontrolle, habe ich das. Alter, was macht der? Der ist schon völlig außer Kontrolle, sag mal. Und er fällt hier auch noch runter und landet aber richtig. Naja, dann ist alles gut. Also, Mr. Frosch? Was macht der? Wo pisst der hin? Wo pisst denn der Frosch hin, sag mal? Kann mir das einer erklären? Wieso pisst der Frosch da oben jetzt so weit rum? Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Wo ist der... Das muss doch wehgetan haben, sag mal. Wieso springt der denn so komisch? Was ist denn mit der... Das war's mit ihm. Okay, das war Frosch Nummer 1. Was ist jetzt mit den anderen? Ja, wenn mir falsch ausgedrückt. Okay, du musst alle 5 töten. Das war jetzt gerade der erste. Okay, alle 5 töten. Ja, dann noch 4 to go. Und ich sehe gerade, ist das hier dein Rollstuhl eigentlich? Oder was? Kann ich damit... Wow! Yo, ich kann damit rumfahren. Ja, ich wollte gerade sagen, ich kann den gerne in die Werkstatt bringen. Ich lasse den gerade reparieren, okay? Mann, du klaust jetzt hier den Leuten den Rollstuhl, oder was? Mein Gott, das war nicht mein, hab ich doch eben schon gesagt. Mann, hörst du nicht zu, oder was? Ja, das kam nicht so richtig bei mir an, glaube ich. Ich leih mir einfach mal das Auto aus, vielleicht können wir so ein bisschen schneller gucken. Und da, ja, da sehe ich doch hüpfen, hier ist noch einer, guck mal. Und den müssen wir auch zerstören und zack. So, das war die Nummer 2. Und wieso ist hier so ein riesiger Gang im Boden? Hä? Da ist doch irgendwas. Ein Schwein! Da ist ein Schwein und das gräbt sich hier die ganze Zeit im Gang. Und wer bist du? Hey, hallo Freundchen, ich bin Captain Schwedenkopf. Schön, dich zu sehen. Captain Schwedenkopf? Ja, was macht denn dein Schwein hier? Mann, das arbeitet sich hier durch. Ich weiß auch nicht, was das macht, aber kannst du mir vielleicht helfen, es einzufangen? Es gräbt sich hier schon unter mir durch. Ich kann natürlich helfen, es einzufangen, aber dafür müsste ich es killen. Ja, ich wollte sowieso Bacon haben. Wie Bacon? Nee, das lass ich nicht zu. Das schöne Schwein, das kann man doch nicht essen hier. Das kann man doch nicht killen. Na gut, komm, ich baue dir hier den Weg frei. Ich baue einfach hier einen Weg für das Schwein. So, zack. Und dann hat es ein unendliches Labyrinth. Hier musst du lang. Den Weg musst du hier lang laufen. Hier lang. Guck mal, hier vorne lang oder was? Hier. Jetzt hat es das Schwein. Nicht da lang. Naja, gut. Egal. Hier müssen auf jeden Fall irgendwo noch mehr Frösche sein, Freunde. Ich weiß nur nicht genau, wo die sich noch verstecken. Wir müssen noch 3 weitere finden. Ach, verdammte Axt. Jetzt habe ich mich hier festgefahren. Ja, ich würde dir gerne mit dem Schwein helfen, aber tut mir leid, ich kann hier... Nichts machen. Hier ist noch ein Froschteil. Hat sich hier einer selbst gekillt? Und ja, hier ist auch noch einer. Was? Ja, nicht schlecht. So, du brauchst gar nicht abhauen, Kollege Schnürschel. Dann zerstören wir dich hier auch nochmal. So, bam. Das war der nächste. Und ich glaube, dieser hier zählt auch. Oder hat der einen gefressen? Nee, dann müssen hier noch weitere sein. Aber ich weiß auch nicht genau, wo die sich verstecken. Wahrscheinlich da hinten irgendwo. Sind die hier irgendwo? Vielleicht hier die bei diesem riesigen Auto? Hier oben drauf? Das kann auch sein, ne? Hier irgendwie beim Pool, dass sie hier im Pool chillen oder sowas? Hier im Pool drinne. Ich glaube, sich versteckt im Pool. Bam, und das war der nächste, Freunde. Auch den haben wir besiegt. Wie viel müssen wir denn jetzt eigentlich noch finden, sag mal? Ich glaube, einen noch oder ich glaube, 2 noch. Aber keine Ahnung, wo die sich verstecken. Ich höre doch hier irgendwas. Hier drinne? Hier sind auf jeden Fall die ganzen Öfen an. Ihr seht das auch wie... Ja, da ist ja der letzte Frosch, oder was? Ich habe ihn, nee, das war nicht gar nicht der letzte. Ich habe ihn aber trotzdem besiegt, ne? Oh, wo könnte denn jetzt der nächste sein? Hey, das reicht. Okay, du hast alle getötet von mir aus. Ich drücke mein Auge zu. Aber jetzt kommen wir zur letzten Challenge. Die letzte Challenge, da bin ich ja mal ganz gespannt. Ich würde aber gerne noch mal 1, 2 neue Waffen ausprobieren. In Ordnung? Ja, von mir aus. Kein Problem. Okay, was für Waffen hat er mir noch gegeben? Ich habe hier noch so einen Cutter.
Okay, damit kann man anscheinend auch Sachen schneiden. Und der hat auf jeden Fall hier so einen Laser. Ja, was haben wir noch? Ein Bogen. Und damit können wir, lol, wie in Minecraft hier, zack, einfach so Pfeile schießen auf den Villager. Nein! Oh Gott, das ist natürlich... Jetzt ist er sauer. Aber nicht schlimm. Was haben wir noch für Waffen? Hier so eine Minigun. Und was ist das? So ein Katana? Können wir damit jetzt einfach das Gebäude hier in zwei Hälften schneiden oder was? Warte mal. Wenn das jetzt funktioniert, wir machen einmal so bam und... das Gebäude wirklich in zwei Hälften geschnitten. Was? Wie krank. Und hier die Laserwaffe. Okay, die kennen wir. Also, wir haben jetzt alle Waffen sozusagen schon einmal ausprobiert. Hier auch nochmal der Laser. Okay, dann auf jeden Fall, dann würde ich sagen, wir gehen über zur nächsten Karte, wenn der mir noch vertrauen kann. Oder soll ich dich hier ehrlich gesagt einmal halbieren? Oh nein, das war's mit ihm. Oh Gott, nein. Was passiert? Wow! Um Gottes Willen, bin ich hier in das finale Villager-Dorf rein oder wieso? Was ist hier los? Wieso sind die... Wieso lag das so ein bisschen so? Wieso sind hier die ganzen Villager? Was machen die? Was macht ihr denn für Sachen? Ich muss hier jetzt anscheinend alle Villager töten. Ich habe euren Kollegen getötet. Und das tut mir ja auch leid. Ich zünd euch einfach mal an hier. Ich zünd den einfach mal an, Freunde, dass der einfach mal brennen wird. Hier, bleib mal stehen hier, mein Kollege Schnürschuh. Der verbrennt hier einfach. Okay, wir müssen alle Villager anscheinend töten. Wow! Was ist das denn? Ein riesiger T-Rex. Um Gottes Willen. Bitte hau ab jetzt hier. Wir müssen schnell alle Villager töten, bevor der T-Rex kommt. Da vorne ist er. Er chillt einfach nur. Wo ist der nächste Villager? Hier, auch du bleibst stehen. Oh, Freunde, jetzt wurden wir einfach ins Villager-Dorf katapultiert. Auch du hier, auch dich kille ich. So, das war's. Nicht, dass der T-Rex jetzt gleich kommt. Hier, Mini-Paluten auf die Kuh. Wobei, die Kuh hat mir doch gar nichts getan. Aber das war's mit ihr. Hier oben haben wir noch welche. Mini-Paluten, schnell drauf. Bam, das war's auch. Wollen wir den nächsten Villager? Da hinten, der killt sich einfach mal selber. Und hier haben wir auch noch einen. Hier mal TNT hinsetzen. So, zack, hier, das gehört alles zur Show. Alles gut, machen wir den hier. Bam! Und das war's auch mit dem nächsten Villager. Und da kommt der Dino. Lol, was macht der? Der T-Rex kommt. Der hängt aber fest oder sowas. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Hau ab, du blöder T-Rex. Geh weg. Geh weg! Lass mich in Ruhe! Ey, ich weiß doch auch nicht, was ich machen soll. Auf einmal kommt hier ein riesiger T-Rex angelaufen. Haben wir jetzt hier noch irgendeinen Villager übersehen? Ist hier irgendwo noch ein Villager, den ich killen muss? Der hängt einfach da im Auto, im Dings fest. Und der Villager hier, das letzte Skelett, es lebt noch. Und jetzt ist er tot. Okay, nicht schlecht. Aber aufpassen auf den T-Rex. Er kommt, er kommt! Wo haben wir noch einen Villager übersehen? Haben wir noch irgendwann übersehen? Wir müssen alle zerstören, damit das Ganze hier aufhört. Ich würde sagen, ich hole einfach mal das krasse, die krasse Waffe raus. Na, komm nachher, du blöder T-Rex. Wo haben wir die Waffe? Das Katana, dieses Katana. Ja, ja. Und dann zerschneide ich den T-Rex in zwei Hälften und... Boom! Der T-Rex in zwei Hälften. Guckt euch an, wie krank. Ich habe ihn in zwei Hälften und noch einmal in zwei Hälften. Oh mein Gott. Das war's mit ihm. Ich konnte ihn einfach mit dem Katana durchschneiden. Guckt euch bitte an, wie hier auch die Karte aussieht, Freunde. Hier so ein Haus... Kein Problem, schneide ich einmal so lang. Und das ganze Haus wird hier, wie ihr seht, wirklich, wie realistisch dieses Minecraft aussieht, Freunde. Ey, was für eine krasse und spannende Folge. Wow, habt ihr Peace sogar das Haus da oben. Lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da, wenn ihr bis hierhin geguckt habt. Schreibt mal Hashtag Minecraft in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin geguckt habt. Tut mir den Gefallen, schreibt alles von meinen Videos aus. Wir sehen uns morgen im nächsten Video. Dann wurde stark. Bis dann und ciao, ciao.